Hi, du wirst dich vermutlich fragen, was ich hier gerade mache und warum ich diese Ohrhörer anhab. Du hast mich gerade erwischt bei meiner täglichen Stunde Weiterbildung. Eine Erfolgsstrategie, von der ich weiß, dass viele Unternehmer, viele der erfolgreichsten Unternehmer diese Strategie anwenden, und zwar eine Stunde tägliche Weiterbildung. Wenn du glaubst, du hast diese Zeit nicht, reduzier es vielleicht auf eine halbe Stunde. Aber trag dir diese Stunde oder halbe Stunde in deinen Terminkalender ein als einen Termin mit dir selbst. Es ist so entscheidend, dass wir uns als Unternehmer immer wieder weiterbilden und vor allem die Pipeline in unserem Unterbewusstsein, die Ideenpipeline, immer wieder mit neuen Strategien und erfolgreichen Impulsen füttern. Ob du das so wie ich über Hörbücher machst, über MP3, über Weiterbildung, über Audios oder ob du dir täglich Zeit nimmst, um ein gutes Buch zu lesen, das bleibt letztendlich dir überlassen. Aber lege dir in deinem Terminkalender jeden Tag eine halbe Stunde oder 30 bis 60 Minuten Zeit fest, die du als fixen Termin verankerst, und nimm dir in dieser Zeit nichts anderes vor, als dich um deine Weiterbildung zu kümmern. Überleg mal, täglich eine Stunde Weiterbildung. Wie viele Stunden Weiterbildung sind das im Jahr? Du hast auch natürlich die Möglichkeit, Weiterbildung während deines Sportes zu nutzen. Das heißt, wenn du joggen gehst oder wenn du mittags einen Business Walk machst, was ich dir im Übrigen an dieser Stelle auch empfehle, gerade in den Wintermonaten, sorge dafür, dass du mittags eine Stunde Zeit hast, pack dir was auf die Ohren, irgendwas an Audios, Motivationshörbüchern oder Erfolgsstrategien, und nutze diese Zeit in der Mittagszeit tatsächlich für einen Business Walk, bei dem du dich einerseits weiterbildest und gleichzeitig etwas Sonne tankst, bis hier dann die frische Luft kommst, damit du am Nachmittag genauso produktiv arbeiten kannst wie am Vormittag. Eine Stunde Weiterbildung täglich ist eine Gewohnheit, die du dir antrainieren kannst. Und wenn du diese Gewohnheit einsetzen möchtest, wenn du dich dahingehend disziplinieren möchtest, tatsächlich täglich während der Woche eine Stunde dich pro Tag weiterzubilden, dann empfehle ich dir unter anderem eine App, die nennt sich Daily Habits. Innerhalb dieser App kannst du bestimmte positive Gewohnheiten triggern bzw. diese Gewohnheiten einstellen, um dann täglich abzuhaken, wenn du deine Aufgabe erfüllt hast. Und diese eine Stunde Weiterbildung ist eine der Strategien, die mich ja massiv beeinflusst hat, weil ich über viele Jahre diese tägliche Stunde Weiterbildung genutzt habe, um mir Online-Produkte, um mir Online-Kurse, Videolehrgänge, Büchermaterial, Hörbücher und so weiter anzuschauen und gleichzeitig auch in meinem Ideenbuch zu notieren, wenn ich eine besonders wichtige Strategie hatte. Denn seien wir ehrlich, wenn wir nur im Auto oder irgendwie auf der Bahnfahrt uns mit bestimmten Weiterbildungsmedien beschäftigen, haben wir nicht immer die Ruhe und Zeit, um uns dann die wichtigsten Punkte tatsächlich rauszuschreiben oder zu notieren. Meine Liste von über 370 Erfolgsstrategien ist zum Großteil so entstanden, dass ich in meiner Weiterbildung mir die wichtigsten Erfolgsstrategien immer wieder mitgeschrieben habe, notiert habe in meinem Ideenbuch und später in ein Word-Dokument übertragen habe. Wenn du also damit beginnen willst, diese Erfolgsstrategie zu nutzen, dann schau mal in dein Bücherregal, wie viele ungelesene Bücher hast du dort drin stehen, welche Bücher lohnt sich vielleicht ein zweites Mal zu lesen, und beginne damit täglich 30 bis 60 Minuten dich weiterzubilden und damit deinem Unterbewusstsein einen massiven Impuls in die Richtung Erfolg zu geben. Ich wünsche dir dabei viel Disziplin, viel Spaß und Vergnügen, und gerne kannst du mir davon berichten, wie es für dich war, wenn du mal 21 bis 30 Tage diese Strategie durchgezogen hast, und du wirst es vermutlich danach nicht mehr missen wollen. Diese 30 Minuten bis 60 Minuten Weiterbildung, aktiver Weiterbildungszeit pro Tag, macht im Jahr einiges an Weiterbildung und an Impulsen für dein Unterbewusstsein aus. Und ich kann dir versprechen, du wirst diese Strategie nicht bereuen. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und wir sehen uns in wenigen Tagen im nächsten Video mit der nächsten Strategie. Bis dahin eine gute Zeit, dein Thorsten.